Wir befinden uns hier vor dem Güttler Green Master im 3 Meter Arbeitsbereich. Ist ein Gerät universell einsetzbar zur Grünlandpflege, zur Grünlanderneuerung, zur Grünlandnachsaat. Beginnt vorne hier mit unserem Ripperboard. Ist ein federbelastetes Werkzeug, was vorwegarbeitet, um gemeine Rispe zu bekämpfen. Wir haben im Anschluss direkt zwei 12 mm Federzinken. Die Zinken arbeiten sehr aggressiv, kämmen wirklich das, was raus muss, auch raus aus dem Grünland. Schaffen Platz für unsere Nachsaat, die im direkten Anschluss kommt, wo die über die Prallteller zwischen die Striegelreihen reingepustet werden dann eingearbeitet durch unsere Prismenwalze, die das Saatgut wirklich in den Boden einmassiert, somit den Bodenschluss auch formt. Das Saatgut kann wesentlich eher keimen. Durch die Prismenspitze findet auch eine Belüftung des Bodens statt, fördert den Gasaustausch, dass die Keimung noch eher stattfindet. Montiert ist an dieser Maschine ein 200 Liter Saattank, angetrieben über ein Sporenrad, was wegeabhängig, geschwindigkeitsabhängig arbeitet. Das heißt, fahre ich schneller, kommt wesentlich mehr Saatgut, fahre ich langsamer, kommt weniger Saatgut. Leicht in der Dosiermenge zu verstellen, einstellbar bis zu 200 Kilo je nach Saat nachsehbar mit der großen Sähwelle, direkt über 8 Ausgänge. Ein weiterer Vorteil dieser Maschine ist auch die leichte Entkoppelbarkeit. Das heißt, ich kann den Striegel solo fahren, kann die Walze solo fahren, bin noch effektiver, kann mich meinen Gegebenheiten vor Ort noch besser anpassen, kann die Sähwalze auch vorne in Front laufen lassen zur Aussaat von Getreide. Bin mit dieser Maschine auch im Maisstoppelbereich sehr aktiv unterwegs, sehr effektiv unterwegs, kann eine Grünfrucht oder Grünsaat ausbringen, die eingearbeitet wird. Der Maisstoppel wird sofort gequetscht, eine sehr gute Verrottung findet statt, habe somit eine effektive Waffe gegen den Maisloch, die ich universell das ganze Jahr einsetzen kann. Für weitere Informationen können Sie auch auf unserer Homepage unter www.güttler.de nachschauen und dann unser fachkundiges Personal bei Bedarf fragen.